Okay, immer noch nichts. Und tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind, sind aber sehr beeindruckend. Warte! Oh, nein, das ist gar nicht gut! Ah! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Da, bing. Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf.
2 werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Schön für dich. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testentzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch 2 Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Ich habe 2 kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo stellst du? Komm zurück! Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin?
ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Wo sind diese Zeiten nur hin? Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Würde ich mir so denken. Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugel durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Raffiniert, sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingelwand. Listig. Nein. Fein, endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stammherr des Todes. Wilhelm, bitte. Nicht mehr bewegen! Oh, da hätte ich die fast schon erwischt! Wo steckst du? Wo steckst du? Komm zurück! Ist da was kaputt gegangen? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh, 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 ja, ja, alles klar. Ich habe da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Thank you.
Solarverbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und dein grausamer... Das heißt ja wohl nein. Thank you.
Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, dann direkt zum viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Wo willst du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever, krank. Schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in eine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich dich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Und das wiederum führt zu Fehlern. Tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment! Oh, verdammt! Oh, Bomben kleben fest! Schnell, wie ist die Lage? Oh, schönes Mädchen, ich bin Rick. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Abenteuer. Kennst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht nach einer brandheißen Situation aus. Hey, eine Kältebombe. Was bedeutet Frage? Ziemlich hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin eine Abenteuereinheit. Entwickelt für Gefahr. Nimm dir eine Pause und tu, was Mädchen zu tun. Ich übernehme jetzt. Hier, Interviews. Genau so. So ist das gut. Jetzt geht das heiß hin. Du willst es selbst durchziehen, was? Gut, mein Engel, ich bin es auch nicht mehr. Macht mir nichts aus. Der Ausblick von dir ist wirklich wundervoll. Mann, die Uhr läuft wirklich schnell. Und du bist wirklich hübsch. Ein Kompliment für eine hübsche Lady sollte immer drin sein. Aber jetzt zurück zur Arbeit. Hast du das gehört? Meine Explosion. Jetzt wird's ein viel besser. Ich habe meinen eigenen Freitag. Explosionstag. Fröhlichen Explosionstag, Süße. Ich sag dir, in solchen Momenten hätte ich gerne eine Hüfte, um all meine schwarzen Gürtel tragen zu können. Und ich habe einige. Karate, Lagarde, Jiu-Jitsu, Kickboxen, Gürtelproduktion, Taekwondo, Schlafzimmer. Ich bin ein einziges Kernpaket. Spannung und Kraft. Warnung. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Aber jetzt zurück. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du schreist. Ununterbrochen schreist. Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilt mich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur vor einigen Jahren ein paar hundert einfache Tests. Durch
Joey Bett erinnert uns das dunkle Bewusstsein daran, nackt und zahnlos in die Schule zu gehen. Die Autobremse wurde erst 1895 erfunden. Davor musste der Wagen im Auto sitzen bleiben und im Kreis fahren, bis alle Insassen ihre Geschäfte erledigt haben. Diamanten entstehen, wenn Kohle enormem Druck ausgesetzt wird. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Manueller Kernaustausch erforderlich. Ah, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Ja, beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein, kein Sarkasmus diesmal. PAD entdeckt. Feuer in der PAD-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Los, du den Knopf, los, du! Drück nicht auf die Taste! Du hast es geschafft, drück den Knopf! Nein, lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück den Knopf! Drück nicht die Taste! Drück ihn! Nicht drücken! Helfen! Keine Bombe für die PAD-Taste! Was? Du lebst noch? Du machst Witze! Du willst mich auf den Arm nehmen! Ich habe immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Du musst es ja unter den Katz und Maus spielen, während alle anderen sich ab. Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest, fester. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Thank you.